Servus und Grüezi miteinander. Jetzt sag nicht, dass du was kaputt gemacht hast. Zum Protokoll, das ist nicht mein Fahrrad. Hallo und herzlich willkommen. Servus und Grüezi miteinander. Unsere Gruppe ist mittlerweile gewachsen. Wir sind zu fünft gute Freunde, nämlich die Dönis und der Andreas haben sich jetzt noch angeschlossen. Und wir haben uns auserkoren, nochmal auf dem Runka-Trail eine 1-Euro-Runde durchzuführen. Und das eigentliche Ziel, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, da ganz hinten, da wollen wir noch hin. Da wollen wir auf die Never End. Das hatte ich beim letzten Mal schon gehofft, dass wir da hinkommen, aber dann hat ja wie gesagt das Wetter zugezogen und Gewitter fing an. Es bleibt spannend. Bis später. 1, 2, 3, 4. Ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen, wir sind nach Laax rübergefahren, jetzt mit der Bergbahn hier hoch. Das ist über 2252 Meter, glaube ich. This is correct. Und sind jetzt gerade in den Never End gestartet. Ellie führt das Feld an, weil auch diesen Trail ist sie dieses Jahr schon mal gefahren. Hoppala. So. Hi. Ich bin einfach die falsche Linie gefahren. Ja, den bin ich nicht gekauft. Ja. That's a lot. Ähnlich. Was ist denn mit Schiff in der Kuh? Okay, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen mehr eingenordet. Gerade eben die völlig falsche Linie genommen. Muss man ein bisschen mehr aufpassen als beim Runka gerade eben. Ein bisschen steiniger, ein bisschen trockener. Aber ich bin ja jetzt hier wieder mit dem 29er Leihrad unterwegs. Und ich bügel hier einfach alles platt, beziehungsweise ich lasse alles platt bügeln. We love free marketing. Really? Das Stück ist jetzt schon wieder ein bisschen flowiger geworden. Sagt er und es fing ein kleiner Aufstieg an. Aber macht schon Bock. Der Never End. Da bin ich mit ein bisschen viel Enthusiasmus reingegangen.
Da ist mir aber jetzt der Schuh ordentlich nass geworden. Never End Abschnitt D1. Never End ist ja insgesamt in 6 Abschnitte eingeteilt, A bis F. Und die jeweiligen Abschnitte sind nochmals unterteilt. Diese Bremsen. Weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier zu reden. Meine Bremsen schreien den ganzen Wald zusammen. Aber am Himmel zieht es schon wieder zu. Ah, verdammt. Könnte also bedeuten, dass wir uns in der Tat beeilen müssen. Die Bremsen machen mich fertig. Dann knackt es noch und hinten klappert es zu wenig. Da ist der Kopf nicht ganz bei der Sache. Da fängt es jetzt aber auch schon an zu quieken. Ja. Jetzt fangen sie alle an quietschen. Was ist da los, ey? Oh, wie so ein D-Zug. Ende. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Flims. Erstens, weil es zuzieht und wir, glaube ich, nicht nochmal auf den Neverend hochkommen, beziehungsweise es keinen Sinn macht. Und weil natürlich unser Auto da steht. Und bevor es hier wieder mit Gewitter losgeht, wollen wir wenigstens in unmittelbarer Nähe unseres Fluchtfahrzeugs sein. Ortseingang Flims. Und es fängt an zu regnen. Du hast doch nur Wasser getrunken, Flo. Da sind wir wieder. Gewohnter Anblick in der Gondel. Bitte mal durchzählen. 1. 3. Wir sind nur noch zu dritt. Die Dönis und der Andreas, die haben uns beide schon verlassen und sind auf dem Highway. Dafür habe ich aber mir das Bike geschnurrt vom Andreas. Beziehungsweise wir haben getauscht. Das vierte Bike jetzt mittlerweile die Woche und wir liften uns nochmal auf den Runkertrail hoch, denn das Wetter hat wieder ein bisschen aufgeklärt und mal gucken, wie die Piste jetzt aussieht. Und da sind wir wieder auf dem Runkertrail. Wie gesagt, ich mittlerweile mit dem vierten Fahrrad diese Woche. Mit dem vierten Fahrrad, glaube ich, auch auf diesem Trail. Und es ist jetzt schon flüsterleise im Gegensatz zu dem vorherigen Leihbike. Gleicher Rahmen, aber diesmal Alu statt Carbon. Und komplettes Fox-Fahrwerk. Und wie läuft's? Also, dass ich mich fast hingelegt habe, gut. Und hier hinten? Ja, läuft. Ja, schließe mich an, läuft. Flüsterleises Bike macht direkt wieder ein bisschen mehr Bock. Jetzt sag nicht, dass du was kaputt gemacht hast. Hinterradbremse blockiert. Ja. Zum Protokoll, das ist nicht mein Fahrrad.
mein Spruch. Bisschen Schwund ist immer. Defensiver? Ja. Warum? Ich kann von den Armen nichts mehr halten, es ist nur noch fette Pudding. Bei mir geht's, ich habe gerade wieder voll so den Energieschub durch dieses Fahrrad. Läuft einfach richtig, richtig geil, ja. Stuttgart! So, die Räder sind aufgeladen, wir haben es doch nochmal geschafft, eine Runde auf dem Runkertrail zu drehen, aber jetzt ist, glaube ich, Schluss. Der Rest sitzt schon erschöpft im Auto. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit, bleibt gespannt, wo es das nächste Mal hingeht und bis später.